Samstagabend, 7:45. Kuli-Zeit. Die ganze Familie sitzt gebannt vor dem Fernseher. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, liebe Fernsehfreunde. Er war der Quotenstar schlechthin. Wenn er Sendung hatte, dann war das so, wie wenn heute Deutschland ein Endspiel hat bei der Fußballweltmeisterschaft. Es waren einfach alle da. Es war das Ereignis, wenn er sendete. Samstagabend, Kult, da saß man von der Oma bis zum Kleinkind und hat sich Kuhlenkampf angeschaut. Und das war, der kam halt in die gute Stube. Amen. Ich habe ihn deswegen verehrt, weil Kuhlenkampf nie, aber auch nie unter ein gewisses Niveau gesunken ist. Der Mann hatte immer Stil, der hatte eine gewisse Eleganz. Nun, meine Damen und Herren, ich darf jetzt wieder aus 8 Nationen unsere Teilnehmer begrüßen. Bitte Sie um einen herzlichen Empfang. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, hier herauszukommen? Es geschieht Ihnen gar nichts. Es ist alles ganz einfach heute. Ein charmanter Plauderer. Hans-Joachim Kuhlenkampf lädt in seiner Kultsendung Einer wird gewinnen, kurz EWG, Kandidaten aus ganz Europa zum Bildungsquiz und zu heiteren Spielchen. Das ist Bauch, das ist Rücken. Fangen Sie an. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Wir sind nicht kleinlich, wenn es ein paar Sekunden länger dauert. Wie nennt man das hier? So ein Behälter, so ein... Das nennt man ein Aquarium. Gut. Und wie nennt man dieses hier, wo Pflanzen drin sind? Ein Herbarium. Schon besser. Und wie nennt man das, wo Erde und so Kakteen? Und so? Das sind doch alte Lateiner, hören Sie mal. Herr Idon. Ne? Schauen wir uns mal die ungarisch-italienische Kuh an. Darf ich Sie bitten, zur Seite zu treten? Ja. Ja? Das ist nicht falsch. Ich weiß es. Sie wissen es. Gut, dann sagen Sie es. Sagen Sie es. Ja. Einen Moment bitte. Der Ausgang ist dort, wenn Sie bitte laufen. Kuhlenkampf hat sich nicht ernst genommen. Das ist für mich das Entscheidende. Er hat seinen Beruf sehr ernst genommen, aber er hatte immer eine gewisse Leichtigkeit. Kuhli war für uns alle ein Vorbild in seiner unnachahmlichen Art, mit Publikum umzugehen und vor allen Dingen auch mit Kandidaten. Also er hat natürlich sofort immer gesehen, wo sind die Schwächen an einem Kandidaten und hat das für sich ein bisschen ausgenutzt. Manchmal war es vielleicht ein bisschen zu hart, aber mit seinem Charme hat er das dann wieder gut gemacht. Das heißt, er konnte einer Frau durchaus ein wunderbares Kompliment machen und gleichzeitig sagen, sie müssten mal 5 Kilo abnehmen. Und dabei hat er so gelächelt, dass die Zuschauer wieder auf seiner Seite waren. Er war schlagfertig und er hatte einen unheimlichen Charme. Also den hat er eben auch im Leben, den hat er nicht nur auf der Bühne gehabt. Und was wollen Sie studieren? Medizin. Medizin? Ja. Fühlen Sie mal meinen Puls. Können Sie das schon? Ja, da muss er ja rasen. Aurich. Was machen Sie denn in Aurich? Ich bin Kriminalbeamtin. Aber wenn einen habe ich. Wenn Sie mich vernehmen würden, ich würde Ihnen alles gestehen. Und die beiden jungen Damen bleiben bei mir. Jetzt könnten wir die Sendung eigentlich beenden. Wir drei gehen schön irgendwo ein kühles blondes Tischen, nicht? Oder auch ein rotbraunes. Das ist, ja. Er hat dann auch ein bisschen geflirtet, das hat er schon gemacht. Aber das mochten die Leute, die wollten das auch. Das ist, aber es ging nie zu weit. Es ist immer so, dass jeder gesagt hat, ach, das war jetzt nett. Ach, das hat er aber jetzt nett gemacht. Kulis reizende Assistentin. Uschi Siebert, um vielen Wünschen gerecht zu werden. Sie heißt Siebert mit Nachnamen. Name ist Schall und Rauch, Uschi heißt sie. Für die Klatschpresse sind Kuhli und Uschi ein Traumpaar. Er hat auch mit mir geflirtet, ja. Aber er hat eigentlich nur vor der Kamera mit mir geflirtet. Man hat uns eine Beziehung schon hin und wieder angehängt und hat auch seine Frau dann Briefe geschrieben, wie sie das akzeptieren könnte. Und Kuhli und ich, und wir haben uns immer schübelig gelacht. Oi. Später assistiert Gabi Kimpfel in reizender Kostümierung. Wie nennt sich das? Also die Hose, Haremshose. Wie heißt die? Haremshose. Aha, Haremshose. Ah, da sieht man was von den Beinchen. Ja, nur wenig. Nur wenig von den Beinen. Aber was man uns an den Beinen zubilligt, das zieht man uns dann hier oben wieder ab. Das ist alles ein bisschen
Ein bisschen verkleidet. Natürlich sollte das, was ich auf der Bühne anhatte, nicht 0815 sein, weil dann, da er ja mal damit begonnen hat, zu den Kleidern etwas zu sagen, sollte es auch dabei bleiben. Ja, das ist aber jetzt ganz süß. Silvester reißt man sowas immer auseinander, nicht? Dann tut's einen furchtbaren Knall und dann kommt auf an, wer das bessere Stück erwischt hat. Ist ja immer eins lang und eins kurz und das ist dann natürlich wieder Ansichtssache. Gabi, ganz besonders, aber du hast dich heute überschlagen. Mit Assistentin hatte Kuli nie was und ich muss sagen, ich habe 32 Jahre, glaube ich, mit Kuli zusammengearbeitet und habe also in der Richtung nie etwas feststellen können. Das, was heute die Leute von diesen Friseurblättern da interessiert, das gab es da nicht. Und das hat auch nie in irgendeiner Zeitung hat da irgendwas geschrieben. Also Kuli, muss man sagen, der hat seine Frau geliebt, wirklich. Und die hat es ja nicht so ganz einfach gehabt, weil er ja ständig weg war. Er hat unheimlich an seiner Frau gehangen. Also sie war sein Ein und Alles. Also dafür hätte er nichts aufgegeben. Also ich glaube, meine Mutter war einfach nicht eifersüchtig. Die war, die hat es irgendwie, fand es okay. Also die hat ja nie, da hat es nie Theater gegeben oder so. Also zumindest hat sie es nicht gezeigt, sagen wir so. Aber er war eifersüchtig, wenn er nur irgendein Mensch 5 Minuten mit ihr geredet hat und er hat es mitgekriegt, dann ist er gleich aufgegangen wie eine Dampfnudel. Familienfilme aus den 50er Jahren, gedreht mit der Super-8-Kamera, Kuli privat. Seine Frau Traudl bleibt stets im Hintergrund. Sie liest gern, schreibt auch. Kuli verdient das Geld, sie kümmert sich um die Kinder. Zusammen ist die Familie meist nur an Feiertagen und in den Sommerferien, wenn es zum Segeln geht. Sommer war Segelzeit. Auch da entkam keiner. Da mussten wir alle segeln gehen, ob wir wollten oder nicht. Aber es war auch schön. Aber es war halt immer ein bisschen kühler als wir wollten. Mama und ich, wir waren mehr so das Griechenland-Menschen, so runter irgendwo in den Süden ans große warme Meer. Und der Vater war halt einer, der in den Norden herumgetobt hat, im kalten Meer. Und wir sind halt mitgefahren. Kuli ist ein leidenschaftlicher Freizeitkapitän, hat sämtliche Segelscheine gemacht. Seine Familie bildet er streng zu einer Spitzencrew aus. Auf der Privatjacht Marius haben die Kinder Merle und Kai ihren Vater ganz für sich. Beim Segeln hatte ich ihn kontinuierlich. Da war man sozusagen eine Truppe und da waren wir halt eine Familie, eine Ferienfamilie. Sonst war ja nicht sehr viel da, muss ich sagen. Wurde ein bisschen, wie soll ich sagen, ferngehalten ist der verkehrte Ausdruck, aber ein bisschen geschont von meiner Mutter im Umgang mit seinen Kindern. Er war zu Hause genauso lustig und wenn Leute kommen sind, war halt immer der Mittelpunkt. Das war auch in der Familie, da bestand er auch, glaube ich, drauf. Und meine Mutter bestand da vor allen Dingen drauf, also er vielleicht weniger, aber die Mami hat das immer so gedeichselt. Er war schon eine dominante Persönlichkeit. Seine Art, die war relativ konstant. Also da gab es nicht zwei verschiedene Menschen. Also gab es nicht den Fernsehkuli, der also irgendeine Rolle gespielt hat. Und dann gab es den Familienkuli. Er war eigentlich relativ durchgängig ein und dasselbe. Auf alle Fälle eine ordentliche Portion. Als Filmschauspieler bevorzugt er Rollen, bei denen man segeln kann. Und wie viele Mann sind wir? 3 Mann in einem Boot. Na, die fest zusammenhalten. Gut, 3 Mann in einem Boot. Lusten. Die bleiben stets die Alten. Wir gehören doch zusammen wie die Wellen und der Wind. Und wir treiben wie die Wolken und wir bleiben wie wir sind. Ob in Freude oder Not. Wir 3 Mann in einem Boot. Alle, wir 3 Mann in einem Boot. Die Begeisterung für die See mag damit zusammenhängen, dass Kuli Hanseat ist, wenn auch ein untypischer Redseliger. Am 27. April 1921 wird er in Bremen geboren. Die Kuhlenkampfs sind eine traditionsreiche, alteingesessene Kaufmannsfamilie. Hans-Joachim wächst auf in der Parkstraße 68, der besseren Gegend von Bremen. Sein Vater ist im Im- und Exportgeschäft tätig. Das Elternhaus war, glaube ich, ein klassisches Bremer Bürgerhaus mit einem großen Bruder
oder etwas größeren Bruder von meinem Vater und meinem Vater selber. Und der war offensichtlich mehr an Sport und an Rudern und Tennisspielen und Mädchen interessiert als an der Schule. So wurde mir das zumindest immer kolportiert. Im Elternhaus heißt es, Hans-Joachim werde es einmal schwer haben im Leben mit seinem frechen Mundwerk. Aber die große Klappe kommt ihm zugute. Gegen den anfänglichen Widerstand seines Vaters besucht er nach dem Abitur die Schauspielschule, obwohl er damals auch andere Talente zeigt. Also er war eigentlich so, dass er für Olympiade vorbereitet worden ist, weil er sollte zur Olympiade gehen. Nur kam da der Krieg dazwischen, weil er war Zehnkämpfer, er war also ein sehr großer. Er hatte auch seine Matura nur geschafft, weil er in Turnen so gut war. 1941 muss er fort von zu Hause in den Russlandfeldzug. Er erfriert sich die Zehen, kommt 43 zurück. Das Kriegsende erlebt er in britischer Gefangenschaft. 1946 beginnt er seine Schauspielerkarriere. Erst in Bremen, dann im Frankfurter Raimondtheater. Das Nachkriegspublikum lechzt nach Ablenkung. Und Kuhlenkampf wird schnell zum Publikumsliebling, spielt viele Klassiker. Besonders liebt man ihn in Komödien, als charmanten Frauenheld. Im Theater trifft er 1948 die Frau seines Lebens. Ja, die haben sich ja im Raimondtheater kennengelernt. Und zwar sagt man da immer, die suchten einen Weibsteufel, glaube ich, hieß das Stück. Und da suchten sie eine Schauspielerin. Und da hatte der Raimond, die haben sich dann so angeguckt, so Bilder angeguckt. Und da haben sie die Traut gefunden. Und da haben sie gesagt, ja, hat er gesagt, also die heirate ich mal, die will ich haben. Na, und dann ist sie gekommen und dann haben die gleich geheiratet. Stimmt es, dass du deine Frau geheiratet hast, bevor du ihre Adresse wusstest? Ich glaube, den Namen hast du schon gewusst, aber wo sie wohnt, hast du noch nicht gewusst. Habe ich nicht gewusst, nein. Aber sie hat es mir dann gesagt, weil der Standesbeamte hat mich gefragt, er hat gesagt, die Heimatadresse ihrer Braut. Ich wusste nur, dass sie aus Österreich kommt. Mhm. Von wo, wusste ich nicht. Wir hatten noch keine Gelegenheit gehabt, darüber zu reden. Aber sie hat es mir dann zugeflüstert und ich habe es dann dem Standesbeamten weitergegeben. Kann ich das noch mal schnell aufgreifen, wieso ihr noch keine Gelegenheit hattet, darüber zu reden? Sie war nur ganz kurz. Wir kannten uns ja nur 8 Tage. Und in 8 Tagen gibt es viele Dinge, die man machen muss, um sich kennenzulernen, wovon die Heimatadresse die unwichtigste Sache ist. Gertraud Kuhlenkampf, genannt Traudel, gibt die Schauspielerei bald auf. Denn sie ist schwanger. 1949 wird die Tochter Merle geboren. 1954 der Sohn Till, genannt Burli. Super-8-Aufnahmen vom privaten Glück. Ja, mein Bruder kam dann dort auch schon in Frankfurt in der neuen Wohnung auf der Welt. Und da hat der Papa angefangen mit Radiosendungen. Da hat es den fröhlichen Wecker, oder wie das geheißen hat, den haben wir jeden Morgen um 6 Uhr uns angehört. Nur für mich leise in dein Ohr. Guten Morgen, rufen wir alle hier. Er plaudert jetzt im Radio, denn mit dem Theater allein kann er seine Familie nicht ernähren. Ich habe ja nachmittags die Rundfunksendung gemacht, weil ich abends Vorstellung hatte. Aber ich hatte keine Vorstellung, was das für Folgen hat. Denn es wusste ich auch kein Mensch, dass das Fernsehen dann noch kommt. Und das war, heute würde mich da beim Fernsehen kein Mensch engagieren. Also der dicke alte Knabe da mit der spitzen Nase und mal ihr Profil, hören Sie da auf, das geht doch gar nicht. Heute werden ja Probeaufnahmen gemacht und lauter so ein Quatsch. Nee? Damals waren sie froh, dass sie eine Rundfunksendung fotografieren durften. Und bums war es ja plötzlich beim Fernsehen. Nee? Sieben auf einen Streich, wer gegen wen, 2 auf einem Pferd, die glücklichen 4. So heißen die Hörfunk-Quiz-Sendungen, die ab 1953 ins Fernsehen kommen. Sie, von sich aus springen Sie ja nicht, Sie springen ja sonst mit Pferd. Nun hat sich ein Wunderinstrument uns angeboten. Liebe Uschi, darf ich mal bitten, dass du mal schaust, ob das Instrument kommt. Mit diesem Wunderinstrument kann man auch springen.
Also ein ganz doller Apparat. Ein ganz doller Apparat. Da muss man sich hier draufstellen. Also, Moment, ich versuche es mal, ja? Aber es ist nicht, gehen Sie lieber weg, es ist nicht gesagt, ob das also klappt. Man stellt sich hier drauf, ja, und hupft dann also mit diesem Apparat. Wenn Sie vielleicht jetzt mal ansingen, sah ein Knab ein Röslein stehen oder irgendein anderes Lied. Sah ein Knab ein Röslein stehen. Dankeschön. Oh, das ist schon enorm. Der zweite Kandidat soll die Stimme des Ersten heraushören. An welcher Stelle singt wohl der Laie in diesem Profichor? Die einem sehr bekannten Frankfurter Gesangverein angehören, meine Herren, das darf ich wohl sagen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Zur Erholung fährt die Familie fürs Wochenende oft in die österreichische Heimat von Kulis Ehefrau. In dem idyllischen Wallfahrtsort Frauenstein besitzt sie ein Ferienhaus. Aber als Traudl mit den Kindern 1957 mal wieder dorthin fahren will, geschieht ein tragisches Unglück. Normalerweise sind wir mit unserem Vater nach Frauenstein gefahren und dieses Jahr hat der Papa keine Zeit gehabt, wegen Sendung vorbereiten. Und die Mama ist gefahren mit irgendeinem kleinen Spuckerl. Mit den Kindern im Auto fährt Traudl Kuhlenkampf auf die Landstraße und wird von einem LKW gerammt. Der Wagen überschlägt sich. Sie und Merle bleiben unverletzt. Aber der vierjährige Burli kommt ums Leben. Der Papi kam, um die Mami zu beruhigen, beziehungsweise konnte man ja nicht beruhigen. Die stand nur noch unter irgendwelchen Spritzen, damit sie ein bisschen ruhiger wird. Und musste am Abend die Sendung noch machen, was natürlich nicht sehr lustig war. Wir sind am nächsten Tag in der Früh war er wieder da. Und wir sind dann mit nach Frauenstein gefahren. Allerdings nicht mit einem lebenden Bruder, sondern mit einem Toten. Und das war das Begräbnis. Und mein Vater hat irgendwelche riesen Starner genommen, das weiß ich noch. Die Mami hat geheult und irgendwo sich verkrochen. Wir haben gespielt als Kinder, wir haben das irgendwie anders kompensiert. Also mein Cousin und ich. Und mein Vater hat sich solche riesen, einen Stein habe ich noch drüben liegen, solche Steine genommen und hat die zu irgendwelchen Schalen verarbeitet. Burli wird in Frauenstein begraben, im Familiengrab auf dem Kirchhof. Um Abstand zu gewinnen, beschließt die Familie, von Frankfurt wegzuziehen, nach München-Grünwald. Anderthalb Jahre später bekommen Traudl und Kuli wieder einen Sohn, Kai-Joachim Kuhlenkampf. Kuli ist 1959 mit einer neuen Sendung auf dem Schirm, Quiz ohne Titel. Wie immer plaudert der Konferencier, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, mit Folgen. Kuli ging ja prinzipiell ohne irgendeine Vorbereitung raus auf die Bühne. Der konnte uns eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde vorher noch nicht sagen, was er macht. Er hat mal vielleicht mal ein Stichwort gesagt, aber so im Großen und Ganzen, war alles spontan, was der da entwickelt hat. Und dann kamen natürlich auch so ein bisschen politische Dinge dann immer mit rein und da hat es hier und da mal Ärger gegeben. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, liebe Fernsehfreunde in Österreich, in der Schweiz und in der Bundesrepublik, in der DDR und alle Kiebitze an den Zonen und anderen Grenzgebieten. Das gab natürlich einen großen Knall. Das durfte man damals ja nicht sagen. Was haben Sie damals für einen Ärger gehabt wegen dieser drei Buchstaben? Gewaltigen Ärger. Gewaltigen Ärger. Die DDR ohne sogenannte zu nennen. Das heißt, der Ärger wurde eigentlich dann so ein bisschen wie bei den Assistentinnen dann erst noch künstlich gemacht. Ja. Dann kam ein paar Zeitungen das aufgegriffen.
Dann haben sie mich, ich habe damals ja gerade einen Film gedreht in Wien, da ging nachts das Telefon, nachts um 2:30 rief mich die Presse an, was mir also eingefallen wäre und so. Also jedenfalls gab es großen Krach mit Bonn und man wollte den Kuli raushaben aus dem Sender und die ganze Sendung weg und so. Das war ein Riesenspektakel. Da war ja auch diese Geschichte mit der DDR, da war ja eine Karte gezeichnet und da stand DDR drin. Das war also war ein großes Theater, nicht? Und ja, er hat gern ein bisschen gerne provoziert und hat dann also irgendetwas in die Gegend trompetet und hat aber immer dazu gestanden und fand das auch sehr schön, wenn die Leute sich da so ein bisschen den Mund drüber zerrissen haben und dann gesagt, was hat er da gesagt wieder. Und jetzt habe ich noch etwas auszurichten vom Bundesschatzministerium. Darf ich mal bitten? Ein Ministerium hatte eine Idee, das macht nichts. Die Waage für die Justitia, die ja nun wirklich blind ist. Kuli ist für seine Scharfzüngigkeit berühmt. Der hat nie den Mund gehalten. Also er hat ja wirklich Probleme gehabt, auch mit seiner sehr Offenherzigkeit, gerade in politischen Sachen. Hat er ja immer wieder sogenannte Fettnäpfchen getreten. Im Gegenteil ist er gar nicht ins Fettnäpfchen getreten, sondern einfach nur die Wahrheit gesagt. Nur haben es nicht alle vertragen. Und das fand ich aber immer gut. Gell? Dafür habe ich immer total bewundert. Aus seiner politischen Überzeugung macht er nie einen Hehl. Auch als Showmaster reklamiert er Meinungsfreiheit für sich. Aber seine öffentliche Parteinahme für Willy Brandt 1969 sorgt für wüste Beschimpfungen und Drohbriefe. Ich habe 14 Morddrohungen bekommen. Sie sehen, ich lebe immer noch. Ich habe, während ich in Wiesbaden auf der Bühne stand, haben die um 10 Minuten vor 9 angerufen, haben gesagt, um 9 Uhr wird das Schwein umgelegt. Und da kam noch Grünefeld. Und er hat gesagt, du kannst die Sendung abbrechen, du musst nicht. Das musst du dir nicht gefallen lassen und du musst nicht. Ich habe gesagt, du, ich habe Russlandfeld so überstanden und vieles andere. Also wann ich nun sterbe, wird also wahrscheinlich nicht irgendeine Partei bestimmen oder ein paar Verrückte. Ich habe nur dann unserem Freund da von Berlin, wie heißt der Kleine? Paulchen Kuhn. Ach so. Ich habe ihm Paulchen, ja. Ich habe gesagt, Paulchen. Du stehst direkt hinter mir. Wenn ich Mündungsfeuer sehe, liege ich schon flach als alter Obergefreiter. Dann bist du dran. Ja. Einmal aber geht er entschieden zu weit. Er vergleicht den CDU-Generalsekretär Heiner Geißler mit Josef Goebbels. Ein Skandal. Kuli wird gedrängt, sich in der NDR-Talkshow öffentlich zu entschuldigen. Ich entschuldige mich für den Vergleich mit Goebbels. Das habe ich doch hundertmal gesagt. Sein vielleicht schwierigster Auftritt. Wahrscheinlich, weil er da mal irgendwie so direkt gegen eine Wand gelaufen ist. Während sonst war immer ein kleines Loch noch, wo er durch konnte. Und da war mal direkt eine Wand. Verdienstvoller dagegen Kulis frühes Engagement für ein vereintes Europa nach dem Kriege. Mit einem Europa-Quiz. 1964, Vertragsunterzeichnung mit Regisseur Eckhard Böhmer, HR-Programmdirektor Hans-Otto Grünefeld und Produzent Martin Jente für EWG. Einer wird gewinnen. Ich will nicht behaupten, dass es die europäischen Gedanken sehr fördert, aber mir geht es jedenfalls so, erstens mache ich das sehr gerne, aus politischen Gründen, denn entgegen der weit verzweigten Ansicht vielleicht vieler Fernsehteilnehmer hat auch ein Conferencier oder ein Schauspieler eine politische Ansicht und muss er heute haben, glaube ich. Ein moderner Mensch kann nicht einmal so durch die Gegend latschen. Gibt es schon einen Titel dafür? Und der Titel, ja. Der Titel ist also, von Politik. Ja, EWG. Also EWG sind die Anfangsbuchstaben. Einer wird gewinnen mit dem Untertitel Europäische Wochenendgemeinschaft. Ja, es ist Uschi. Und Uschi ist natürlich auch dabei. Und Willy Berkin auch. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich das verstanden habe. Da habe ich bald ein Jubiläum, wie oft ich das vergessen habe. Er ist ein sehr liebenswerter Mensch gewesen. Und das hat er auch ausgestrahlt. Er konnte zwar auch mal brüllen, also wenn irgendwas bei den Proben nicht hinhaute, wenn er so ganz einfache Dinge waren das manchmal, also in irgendwelchen Spielchen, wenn da was nicht ganz logisch abgelaufen ist oder bei diesen ganzen Geschicklichkeitsspielen, dann hat er mir gesagt, das kann doch nicht sein, das muss doch gehen, hat es denn keiner ausprobiert? Majestät Kuhlenkamp, das passt vielleicht ganz gut zu ihm. Dann hat man seine Leute drumherum, die einfach dann auch funktionieren müssen. Ich weiß von einigen seiner Mitarbeiter früher, dass er sehr streng war, sich vieles nicht gefallen ließ, dass er verhältnismäßig schwer auch zu managen war.
Weil er hat ja auch nicht ein Buch auswendig gelernt, wie zum Beispiel manche Moderatoren, die von vornherein wissen, das mache ich in den ersten 5 Minuten, das in den zweiten, das in den dritten. Ich mag es ja nicht. Wenn es ab nächsten Jahr idiotisch ist, ziehen sie alle wieder aus. Das ist doch blöd, wie kann man so rumlaufen? Guten Morgen. Viel zu viele Menschen wieder hier. Morgen. Hör auf mit dem Scheiß. Gentlemen. Aufstehen. Sie hat so teilweise schon verkleidet. Was ist los? Auf Wunsch. Auf Wunsch für die Kamera. Das ist normalerweise bei Generalproben auch im Theater üblich, dass Kostüm und Maske vorhanden sind. Ja? EWG-Regisseur Eckehard Böhmer in der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden. Hier fanden die meisten Sendungen statt. 43 Folgen EWG laufen zwischen 64 und 69, mit Einschaltquoten von anfangs 90%. Orchester saß da drüben, Zuschauer da, auf dieser Seite, hinter uns die schöne Dekoration. Und auf dieser Seite waren die Kandidaten untergebracht und die elektronische Wand mit diesem berühmten weißen Punkt, den ich dem Kuli mal gegeben habe, damit er sich genau dorthin stellt wegen des Lichtes und damit auch die Wand in Ordnung ist. Er hat nie da gestanden. Ja, also jedenfalls in den Instituten. Die Kandidaten, die bei der Probe die Aufgaben zu lösen haben, sind nicht dieselben wie am Abend während der Sendung. Den echten Kandidaten dürfen die Fragen vorher ja nicht bekannt sein. Auch nur einmal. Der Kuli rastete schon mal aus auf Proben. Wenn er, wir haben ja mit Probekandidaten gearbeitet. Es waren meistens Studenten, die sich da was nebenher verdienen wollten. Und wenn die nichts wussten, dann wurde der Fuchs Deibelswild. Dann hat der mit uns Krach gemacht, der Kuli. Dann hat er gesagt, was er denn mit diesen blöden Kerlen soll und so weiter, die nichts wissen und so. Wir sollten gefälligst Leute hier engagieren, die was im Hintergrund haben, die Allgemeinbildung haben und so weiter und so fort. Das konnte er von der um Tod nicht ausstehen. Dann haben wir ihn ein bisschen hintergangen und haben die Studenten ein bisschen geimpft und gesagt, hier, dann auf das und das. Und dann lief das alles. Der Zuschauer zu Hause am Bildschirm ahnt nur den großen technischen Aufwand, der so eine Live-Sendung erst ermöglicht. Achtung, ich muss ja sagen, live ist ja das einzig Wahre. Ehrlich. Das ist richtig. Das ist es richtig. Geht nichts dafür über ist das live. Fernsehen ja eigentlich erfunden worden, nicht? Ja. Ohne live, also wie künstliche Befruchtung. Das gibt's auch, aber. ist doch, aber wo bleibt das Spaß? Das ist auch besser. Er hat ja auch zum Beispiel die Kandidaten vor der Sendung nie gesehen. Der hat die wirklich erst auf der Bühne gesehen. Er hat immer gesagt, ich will das nicht, weil dann ist eine gewisse Spontanität, geht da flöten. Und Sie heißen? Graziella Borgia. Graziella Borgia. Ein großer Name, nicht? Ja. Berühmter, ein bekannter Name. Haben Sie schon mal jemanden vergiftet? Nein. Nein. Das ist nett von Ihnen. Das ist die ganze Welt. So klein kann sie sein. Und hier am Weg seine Treppe. So, Donnerwetter, das gibt doch. Gib doch was her, Junge. Ja, ich gehe ja schon, gehe ja schon, gehe ja schon. Und jetzt schaue ich auf die Uhr und stelle fest, es ist mir wieder meine Absicht gelungen, schon jetzt 11 Minuten die Sendung zu überziehen. Hier in der Mitte, da fand nachher der berühmte Schluss statt, immer zwischen Martin Jente und Kuli. Kuli hatte die Idee zu dieser Geschichte. Es musste etwas, er sagte, es muss irgendwas hinten passieren. Da muss ein Knaller kommen, muss eine Pointe abgeliefert werden. Und dann kam er auf die Idee mit dem Butler. Und er hat auch die Schlusspointen immer selber geschrieben. Herr Martin ist im Anmarsch. Herr Martin, danke schön. Darf ich mir erlauben, Herr Kuhlenkampf, ein kleines Geschenk zu Weihnachten? Oh. Ach, das ist aber rührend. Vielen Dank. Was ist es denn? Das darf ich leider nicht sagen. Warum nicht? Weil in dem schwarzen Koffer das Gleiche ist. Ist das klar? Ah, jetzt sehen Sie es endlich mal, was in dem schwarzen Koffer ist. Was, so viel Geld haben Sie für mich ausgegeben? Aber Herr Martin, wirklich, das tut aber wirklich nicht nötig. Jetzt haben Sie mich ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Sagen Sie, doch, ich schenke Ihnen auch was. Bitte, äußern Sie einen Wunsch. Sie können von mir haben fast alles, was Sie wollen. Dann darf ich Sie höflichst um ein Bild bitten, Herr Kuhlenkampf. Ja, gerne. Was soll es denn sein? Picasso oder Dürer, Landschaft? Ein Foto von Ihnen. Foto von mir? Was wollen Sie denn damit? Ich möchte es mir auf den Gabentisch stellen.
Warum denn? Ja, ich will es noch einmal versuchen. Was denn? Was Millionen Menschen angeblich gelungen sein soll, mich an ihr Gesicht zu gewöhnen. In den späteren EWG-Sendungen, also als bei einer, einer wird gewinnen, ist, fing das ja an, dass er da immer so kleine Filmchen gedreht hat. Und der da war ich noch dabei, das erste Filmchen, das dann da lief, war, wo die als Beatles verkleidet auf die Bühne kam. Und es war ein so Heidenspaß, das Publikum hat geschrien. Das ist ja ein tolles Ding. Frag das Orakel. Wen? Orakel. Oh! Ein reizendes Orakel habt ihr. Na, Kleine, komm, Orakel mal was. Hm? 5 Talente und Sie sind dabei. 5 Talente? Teures Mädchen. Na mal los. Wer diesen Knoten löst, wird Herr sein über ganz Asien. Tritt zurück, Morbinos! Was habt ihr? Den Knoten gelöst! Wie? Hat sie ja nichts gesagt! Klasse! Kuli spielt gern kleine Szenen in EWG, denn er versteht sich in erster Linie als Schauspieler. Er liebte das Theater, viel mehr das Fernsehen. Es war auch so, dass er viel lieber den Hamlet gespielt hätte, als Quiz zu machen oder eine Komödie zu spielen. Also er hat immer Heeres im Sinn gehabt und das war seine große Sehnsucht eigentlich auch. Die er teilweise gestillt hat, indem er Jedermann gespielt hat und des Teufels General, aber er wollte immer die ernsten Sachen spielen. Harras, wenn Sie noch 10 Minuten warten, bis es dunkel geworden ist, dann können wir von hier aus Schuppen 35 durch. Aber für seine Darstellung des Harras im Bühnenstück des Teufels General erntete er von Theaterkritikern überwiegend Verrisse. Unserer Seite, Sie könnten vieles wieder gut machen. Harras! Ich sage Ihnen eine Adresse in der Schweiz. Zu spät. Zu spät, mein Freund. Wer auf Erden des Teufels General war und ihm die Bahn gebombt hat, der muss ihm auch Quartier in der Hölle machen. Werden Sie doch jetzt nicht weich, Mensch! Im Charakterfach ernst genommen zu werden, ist schwer für ihn. Gefeiert wird er in Komödien und Boulevardstücken. Eigentlich soll Kuli immer den Kuli spielen. Ich habe das ausprobiert und spiele eine Rolle. Wie in Hellseherei von Georg Kaiser mit einem Spitzbart, einer schwarzen Perücke, einem Puckel, einem Gehrock, einer heiseren Stimme und einem Stock, auf den ich mich stütze. Dann sagt er, dafür zahle ich nur 12 Mark. Ich wollte mal den Kuli sehen, da kommt einer raus, den kenne ich überhaupt nicht wieder. Geschminkt und verstellt, und was soll das? Ist er auch ja nicht zufrieden. Und das ist einfach für mich schwer, weil ich einerseits rein aus geschäftlichen Gründen des Unternehmers etwas spielen muss, was so sein könnte, wie ich ja bin für die Leute. Und gleichzeitig aber dem anspruchsvollen Theaterpublikum oder gar dem Kritiker noch die Illusion einer Rolle vermitteln soll. Ja, suchen Sie etwas. Ich habe da noch etwas zu beantworten. Das kommt ja heutzutage zu gar nichts mehr. Als im Fernsehen das Theaterstück Es bleibt in der Familie läuft, rufen empörte Zuschauer an. Dieser Greis soll ihr Kuli sein? Keine Spur, ich wollte nur wissen, ob du da bist, Kindchen. Der hat als Schauspieler eigentlich nie die Anerkennung gefunden, die er als Quizmaster hatte. Und da kann man sich natürlich lange drüber unterhalten, woran liegt das?
Und er wird höchstwahrscheinlich sagen, naja, nun habe ich eine so perfekte Form des Quizmasters mit erfunden, dass viele Leute, welche Rolle auch immer ich spiele, in mir den Quizmaster sehen, den Kuli aus der Unterhaltung vom Samstagabend und nicht den Teufelsgeneral. Und ein anderer würde vielleicht sagen, vielleicht war er kein guter Schauspieler. Er hat halt die Sachen gespielt, die ihm gelegen sind, und da war er auch am besten. Er war kein Laurence Olivier. Das hat er auch gewusst, ne? Jetzt gehen wir hier vor und schauen uns jetzt gemeinsam einen Film an. Ich sage Ihnen gleich, was es beinhaltet. Othello. Shakespeare. Der große Schauspieler Sir Laurence Olivier feiert augenblicklich Triumphe in dieser Rolle. Ich habe mir gedacht, versuch's es auch mal. Oh, wenn das wahr ist. Othello nach Kuli-Art. Tut, wie ich euch befahl. Es ist mir ein Vergnügen. Oh, wenn das wahr ist. Na, warte, du blondes Gift. Oh! Er hat doch gewusst, dass er mit dem Fernsehen und mit dieser Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch am meisten Geld verdient. Klar. Weil das Problem ist, ist man seriös und ist man ein seriöser Schauspieler, dann ist man zwar seriös, aber man hat keine Kohle. Und wenn man jetzt erstens eine Familie hat und Kinder hat und selber auch noch Ansprüche hat und auch noch gerne segeln geht, und ich weiß das ja vor allem von mir selber, dann muss man einfach Geld verdienen. Und das Geld verdient man nicht im oberen Niveau-Level. Das verdient man halt in der etwas leichteren Unterhaltung. Und das ist etwas, worunter er teilweise auch gelitten hat. Also er war sich manchmal selber zu dämlich. Kuli hat für seine Familie Mitte der 60er Jahre ein schönes Landhaus in Österreich gekauft, in Seeham im Salzburger Land. Ein Grundstück direkt am Obertrumer See, mit Privatstrand und Segeljolle. Hier lebt Kuli bis zuletzt. Damals ist das Haus noch hinter dichten Bäumen versteckt, denn die Kuhlenkampfs sind gern für sich. Aber mancher Kuli-Fan will nicht einsehen, dass auch ein Star eine Privatsphäre hat. Wir haben keinen Zaun um das Grundstück. Und draußen ist eine so überdachte Terrasse mit einem Tisch und ein paar Stühlen. Und da kommt meine Frau morgens raus, sitzen da ein paar Leute und frühstücken. Packen ihre Stullen aus, trinken ihren Kaffee aus der Thermosflasche und haben auch das Gefühl, das ist durchaus ihr Recht, da sie ja jeden Monat ihre Fernsehgebühren bezahlen. Ja. Haben Sie doch das Recht, wenn Sie nun mal nach Österreich fahren im Urlaub, nun mich auch zu besuchen und dann mal zu frühstücken. Die waren wieder so rücksichtsvoll, die wollten wohl nicht stören. Der hat gesagt, er schläft vielleicht noch, wir werden erstmal hier frühstücken. Wer käme auf die Idee, bei einem doch wildfremden Menschen in die Wohnung oder in den Garten zu gehen, sich hinzusetzen und zu frühstücken? Und da ist das, haben Sie recht, weil man ist eben für die Leute kein wildfremder Mensch. Ich sage, ich werde doch zum Kuli frühstücken gehen dürfen. Wir sind da einfach nur geflohen. Ja? Wir als Familie sind geflohen. Und er ist geflohen von einer völlig distanzlosen Aufdringlichkeit von vielen Menschen, die ihn irgendwie durch den Fernsehapparat zu einem Teil ihrer Inneneinrichtung gemacht haben. Ja. Kuli flüchtet mit seiner Familie aufs Segelboot. Jeden Sommer haut er für 2 Monate ab. Also das für ihn Angenehme an unseren Skandinavien-Urlauben war ja, dass ihn dort niemand gekannt hat. Oder wenn er in England war oder in Schottland, da kannte ihn ja niemand. Ja? Und das hat er immer sehr genossen. Also in dem Moment, wo sozusagen der schützende oder vielleicht schützende der Bekanntheitsrahmen drumherum weg war, war er ein absolut schüchterner Mensch. 1969. Nach 43 Sendungen hat Hans-Joachim Kuhlenkampf genug vom ewigen EWG. Der Butler Martin Jente bringt zum letzten Mal den Mantel. Das habe ich also 43 Sendungen lang gemerkt, Herr Martin. Danke. Oh, das ist schön, dass ich jetzt noch ein Mantelamt bekomme. Vielen Dank. Aber trotzdem, Herr Martin, ernst beiseite. Es fällt mir nicht leicht, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich möchte auch Ihnen recht herzlichen Dank sagen für alles das, was Sie vielleicht noch lieber für mich getan hätten, als mir den Mantel zu weigern. 2 Jahre später probieren Kuli und sein Team in der ARD neue Quizformate für den Samstagabend aus. Aber obwohl die Sendung Guten Abend Nachbarn 1971 mit ähnlichem Aufwand wie EWG produziert wird, hat sie weniger Erfolg.
Es gibt ja auch für Herren schon Handtaschen. Die CDU erhöht die Beiträge. Rechts sind auch noch welche. Die gucken doch sonst auch nach rechts. Was ist denn, Herr Balazsaki? Bei 8 nach 8 1973 schalten nur noch 33% der Zuschauer ein. Auch dieses Quiz kommt nicht an EWG heran. Das ist... Herr Balazsaki, Sie sind ja... Man muss Sie wieder wählen. Man muss Sie wieder wählen. Sie nehmen es ja, wo Sie es kriegen können. Einer war noch im Stand, würde ich zugeben. Da ist Batanga. Oh, besonders deutsch sieht das aber nicht aus. Mit einer Filmrolle geht er in dieser Zeit richtig baden. 1974 spielt der Captain Senkstarke eine dreiteilige Abenteurerklamotte. Der Captain wird darin zum Ehrenhäuptling der Watuba gekrönt. Kuli gibt später selber zu, das war großer Mist. Ja. 1975 versucht das nochmal. Mit Plaudereien und Gesellschaftsspielen am Kamin. Dann war ja mal der Feuerabend. Das war sehr interessant. Heute wäre das eine wunderbare Sendung. Aber damals hat man sich ja noch nicht mal so dafür interessiert, wenn so private Gespräche über irgendwelche Dinge waren ja nicht so interessant. Ich möchte jetzt mit ein paar Fragen feststellen, wie weit Sie sich schon so ein bisschen beurteilen können. Promi-Plausch, gepflegte Langeweile. Auch diese Sendung kommt nicht an. Uschi, gib uns was zu trinken. Was gibt's denn? Die wollten ja alle den Kuli ja sehen als Charmeur, dass er einem irgendwann so ein bisschen Spaß macht und dass sie drüber lachen können, dass er eine Pointe kriegt. Und da war es so ein bisschen, gedämpfter. Und wahrscheinlich hat denen das nicht so gut gefallen. Ja, Gott hat gesagt, dann machen wir eben was Neues. Und deswegen haben wir dann noch mal eins gemacht und das ging auch nicht. Und dann haben wir etwas ratlos in der Gegend gesessen und dann haben wir es wieder in der EWG angefangen. Und das war's dann wieder. Ja. 1979, Wiederaufnahme von EWG. In der Krise der Unterhaltung besinnt sich die ARD aufs Altbewährte. Und das Publikum ist glücklich, dass alles so ist, wie es früher war. Ich habe einmal gesagt, nie wieder. Und Sie haben so lange, nicht alle, aber doch sehr viele, getriezt, sagt man bei uns, so lange, bis ich also aus dem nie wieder einen nun doch wieder gemacht habe. Ich nehme das zurück, also das nie wieder, werde nie wieder sagen. Wahrscheinlich hat es ihm einfach Spaß gemacht. Und das hat ihm einfach Spaß gemacht, in dem Studio zu sein und im Zentrum zu stehen und der Kuli zu sein. Doch so ein bisschen dann wieder in der Öffentlichkeit zu sein und auch so ein bisschen das zu sagen, was er dachte. Nicht, das kann man ja an sich immer nur, wenn man so oben ist. Und er war ja nun wirklich halt oben. Und da hat ihn das immer doch ein bisschen wieder gereizt, doch weiterzumachen. Er hatte schon viele Abschiede verkündet und Comebacks gefeiert. Jetzt ist der Quizkönig zurück auf dem Thron und bezieht wieder seine alte Garderobe. Für weitere 8 Jahre macht er EWG. Sie brauchen sich nur an 3 von diesen Hunderassen sollen Sie erkennen. Ja. Sie müssen auch nicht gleich losreden. Gucken Sie sich erst an. Immer erst gucken, dann reden. Ne? So. Für mich ist das ja ein Kennenlernen von dieser Sendung, den Ablauf. Ich habe das mal, auch zum ersten Mal jetzt heute Abend. Jetzt muss ich auch mal wissen, weiß ich überhaupt die Paarungen genau, die Fragen, die Antworten. Ich habe das ja auch noch nicht gesehen, wenn die sehen. Ich habe das ja alles noch nicht gesehen. Er ist ein Vollprofi, immer gewesen. Und das große Glück für mich war ja, dass er jemand war, er beherrschte das. So, und dadurch brauchten wir nur Donnerstagabend den groben Durchlauf, Freitag. Vormittag war noch mal einer mit Probekandidaten und am Samstagvormittag dann noch mal die Generalprobe und dann saß das auch bei ihm. Also das war einfach toll. 8 Uhr Tagesschau. Da wurde er dann ganz still, dann ist er auch ganz allein hinten in der Kulisse gestanden und dann hat er sich gesammelt. Das hat er schon, aber und dann ist er auch hin und her gelaufen. Also das war ein gewisses Lampenfieber. Kurz vor dem Auftritt darf ihn niemand mehr ansprechen. Die Nervosität steigt.
Und dann wird's ernst. Folgen wird eine seiner ausschweifenden Eröffnungsreden, die er stets improvisiert. Er hatte ein Talent, das heute nicht mehr so gefragt ist. Er konnte unendlich reden, vernetzen, verzweigen und konnte 20 Minuten hintereinander über das gleiche Thema sprechen. Ich werde nie vergessen, wie er eine Sendung mal begonnen hat und über einen Park in Hannover gesprochen hat, durch den er spazieren gegangen ist. Das hat fast 20 Minuten lang gedauert. Aber man hing an seinen Lippen, man hat sich das angehört und man hat sich auch was über Bäume erzählen lassen, obwohl man gar nichts über Bäume hören wollte. In der Beziehung hatte er nicht nur Charme und Charisma, sondern er hatte die Aura des Verführers. Und man hat sich als Zuschauer von ihm einfach verführen lassen. Und ganz nebenbei kann man bei Oberlehrer Kuli auch was fürs Leben lernen. Ich mit diesem... Ach, so, das sind die Jahreszahlen, von denen, aus denen hervorgeht, in welchem Jahr diese Gegenstände der Öffentlichkeit zum ersten Mal vorgestellt, übergeben, zur Verfügung gestellt wurden. Japan fordert von der Sowjetunion die Rückgabe von 4 Inseln. Zu welcher Inselgruppe gehören diese Inseln? Viel in den Zeitungen gewesen. Zu den Kurilen? Jawohl, zu den Kurilen. Der Druckknopf, ja, würde ich sagen, das 1826. Würden Sie sagen? Das ist ein sehr früher Druckknopf, ja. In welcher Straße befindet sich die New Yorker Börse? Wall Street. Richtig. 1885. 1885, das wäre ein sehr früher Kugelschreiber. Wie heißt der seit über 20 Jahren inhaftierte Führer der schwarzen südafrikanischen Bürgerrechtsbewegung? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Die Rasierklinge 1938. Da habe ich mir schon rasiert. Sie wissen alles, aber Sie sprechen nicht drüber. Wir werden Sie vorschlagen für den Geheimdienst. Dankeschön. Jetzt wissen Sie genau, die Rasierklinge ist 1901. Der Kugelschreiber ist 1938. Der Druckknopf ist 1885. Und die Schwefelhölzer sind bereits 1826. Und auch Butler Martin Jente mischt in der zweiten EWG-Staffel wieder mit. Herr Martin. Sie sind hervorragend, fantastisch, großartig. Sie Herr Martin, einem, bitte hören Sie auf. Ja? Ich tue, was ich kann. Mit einem Wort, Sie sind einmalig. Wie gesagt, ich tue, was ich kann. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, ja, der so stolz darauf war, dass er in 10 Jahren nichts dazugelernt hat. Der Nervenkitzel einer Live-Sendung reizt Kuli nach wie vor. Als Zuschauer hat er mit Unterhaltung nichts am Hut. Ich bin kein Unterhaltungsfan. Mhm. Ich habe auch noch nie eine Sendung von mir gesehen. Also das ist meine einzige Entschuldigung. Wenn also Fernsehunterhaltung ist, schalte ich fast nie ein, weil es mich einfach nicht interessiert. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einer Fernsehunterhaltungssendung und einer Diskussion über Arbeitslosigkeit, höre ich mir die Sendung über Arbeitslosigkeit an. Oder über Resozialisierung von Strafgefangenen. Oder ganz wurscht was. Weil mich da einfach mehr interessiert. Ich bin auch zu alt, dass ich mir nur anhöre, dass ein Mensch an Schlagerliedchen da trällert. Nicht? Und dann kommen wieder dann irgendeine Disco-Musik, da stehe ich auch nicht so drauf, weil ich da nichts davon verstehe. Das ist die Missachtung der vielen Millionen, die Sie mögen. Nicht. Und diese Form von Unterhaltung eben halt auch als ein Teil des gesellschaftlichen Lebens betrachtet. Ja, da ist ja alles besser, ich mache es ja auch. Ich mache das ja auch gerne. Nur es interessiert mich nicht. Ich habe noch nie, ich schwöre Sie, alle Sendungen aufgezählt, habe noch nicht eine einzige gesehen. Weil es mich echt nicht interessiert. Privat ist er auch keineswegs der geschniegelte Anzugtyp wie im Fernsehen. Wenn er auftrat, da war es picobello, aber privat, da war er auch. Hatte auch manchmal kein Toupet aufgehabt und so, sondern nur seine Mütze und so. Ungeschniegelt. Schlapperhosen, irgendwelche alten Hosen, uralte, ausgelatschte Schuhe. Immer irgendein Poloshirt und eine Jacke darüber. Und immer, also wirklich nie, nicht dreckig, um Gottes Willen, aber wurscht, vollkommen wurschtig. Es war einfach bequem. Die Hosen haben manchmal aus von hinten wie ein Elefant, weil die Hosen so lang, so weit und so schlapperig waren. Und immer irgendwelche Segelschuhe dazu, dann beim Segeln halt und so ein altes Käppi auf. Aber
und immer eine blaue Jacke. Und der hat sich aber auch, es war ihm auch völlig wurscht. Der wurde ja zum schlecht gekleidetsten Mann Deutschlands gewählt. Bequem und bodenständig. Zu Hause in Österreich bei seiner Frau Traudl kann er sich geben, wie er ist. 50 Jahre sind die beiden glücklich verheiratet. Für mich war es auch schön, einfach sie im Alter zu sehen, dass sie sich einfach dann gut verstanden haben. Ne? Vielleicht war mit einer der Gründe, dass es so lange so gut geklappt hat, dass sie sich so wenig gesehen haben. Das kann ja auch sein. Ne? Das ist wie ein Hafen, wissen Sie, wo er immer wieder reingefahren ist. 1987. Kuli nimmt endgültig Abschied von EWG. Er, der sich selbst Ur-Oldtimer nennt, hat über all die Jahre 82 Mal in seinem Leben EWG gemacht. Nun will er freiwillig abtreten, bevor man ihn von der Bühne zerrt. Ich glaube, jede Zeit hat ihre Helden und irgendwann ist die Zeit da drum. Das ist für Kuhnkampf so gekommen, das wird für mich so kommen und das ist normal in diesem Geschäft. Die Nation trauert. König Kuli dankt ab, titelt die Presse. Aber Kuli hört eben doch nie ganz auf. Allabendlich vor Sendeschluss liest er Besinnliches, Nachtgedanken. 5 Jahre lang 2000 belehrende Bettupferl à 5 Minuten. Sein Spitzname: Sandmännchen der Nation. Über die Liebe von Hermann Hesse. Für die Vernunft und Logik gibt das Leben weder Anlass zur Freude noch zur Trauer. Das war er. Das war er. Das ist die Authent-, das ist die, sagen wir mal, die absolut authentische Ebene. Es ist kein Glück, geliebt zu werden. Jeder Mensch liebt sich selber. Aber lieben, das ist Glück. Gute Nacht. Ich weiß, dass es ihm sehr wichtig war. Und dass das eigentlich seine Lieblingssendung war. Kuli wollte Fernsehen machen zur Erbauung und zur Bildung der Nation. Das ging eine Zeit lang, ging dann eben nicht mehr und geht heute überhaupt nicht mehr. Und das muss man erkennen und man muss einmal sagen, wie viel kann man an Niveau sich leisten? Und wenn das eben nicht mehr der Fall ist, dann muss man sagen, das war es für mich. Das hat Kuli getan, ich traue ihm heute noch nach. 1992 übernimmt er im ZDF Wim Tölkes Sendung Der große Preis. Die Presse höhnt im Vorfeld: TV-Altersheim, Kuli ein Fernsehfossil. Hallo, hallo, da ist ja gar niemand. Wo ist Wetten, das? Wo ist Wetten, Wetten, das? Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, herzlich willkommen. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, wie die einschlägige Presse gedacht hat, dass ich heute käme. Dinosaurier, Geront. Ein Geront war übrigens ein Mitglied der Weisen im alten Sparta. Also es war fast eine Schmeichelei, der hat wahrscheinlich nicht Bescheid gewusst. Nach 6 Sendungen schmeißt Kuli freiwillig hin. Das Format engt ihn ein. Kuli widmet sich seiner alten Liebe. Er geht wieder auf Theatertourneen. Rund 200 Mal spielt er den Barockkomponisten Händel im Stück Mögliche Begegnung. Ich bin dieser Stadt gewachsen. Wissen Sie, wie man mich nennt in London? Ja? The famous Handel? The charming brute. The charming was? Das charmante Ungeheuer. Ein Ungeheuer? Das muss man sein. Immer den eigenen Neigungen zu folgen, das hat er auch seinen Kindern empfohlen. Kai-Joachim Kuhlenkampf ist Arzt am Wiener Krankenhaus geworden. Merle Kuhlenkampf ist Töpferin und lebt mit unzähligen Tieren auf einem Bauernhof, den ihr Vater für sie gekauft hat. Merle rettet Pferde vor dem Abdecker, heilt kranke Tiere mit alternativer Medizin. Die Esoterik-Begeisterte ist Reiki-Meisterin, gibt Töpfer- und Trommelkurse. Kuli hat seine Kinder nach ihrer Fasson selig werden lassen. Das war ihm völlig egal. Also das ist mir ganz wurscht, dass meine Kinder werden. Hauptsache, sie werden gute Menschen. Alles Geld und was, alles egal, hat er gesagt. Das braucht man ja alles nicht wirklich. Aber einen Beruf zu haben, der einem auf die Nerven geht, ist nichts. Und ein Arschloch zu werden, ist auch nichts. Also, die werden schon richtig. Eigentlich war geplant, dass Kuli und seine Frau Traudl im Alter in ein Haus neben Merles Hof ziehen. Aber daraus wird nichts. Hans-Joachim Kuhlenkampf erkrankt 97 an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Der war ja immer gesund, der rüstigste Greis und weiß der Teufel was alles. Ja. Und jetzt hat ihn einfach sein Körper, auf den er doch immer so stolz war und der ihm doch auch immer geholfen und hin und her, jetzt hat ihm sein Körper auf einmal einen riesen Streich gespielt. Ja. 4 Monate nach einer schweren Krebsoperation präsentiert Cooley in den dritten Programmen Zwischen gestern und morgen. Es wird sein letztes Quiz. Ja, die Sendung heißt Zwischen gestern und morgen. Ich habe sie genannt, immer wenn der Grufti kommt. Ja. Da haben die gesagt, nein, sind die Leute beleidigt. Wer über 50 ist, ist ja ein Grufti. Na und? Ich bin schon so lange Grufti. Und? Wird er immer schöner. Dann kommt doch noch Favesi, dann noch Komposti. Wir haben doch noch so viele Möglichkeiten. Ne? Da war er schwer krebskrank. Dein Vater hat im Durchschnitt 130 Kilo gewogen. Und wie er diese Sendung gemacht hat, hat er noch 75 gewogen. Also er war schwerst krank. Wir wollen doch nichts anderes machen, als dass wir den Menschen gefallen. Nicht allen, bitte. Nur denen, denen das gefällt. Nicht um jeden Preis, das ist doch augenblicklich das Fürchterliche. Um jeden Preis muss jeder, jedem und allem gefallen. Die Sendung gilt als zu anspruchsvoll. Die Quoten genügen nicht. Und dann hieß es, Sendung ist abgesetzt. Wegen mangelnder Zuschauer. Und danach habe ich mit Cooley telefoniert. Und da merkte ich, dass ihn das sehr getroffen hat, diese Absage. Das hat ihn wirklich tief erschüttert, das muss ich wirklich sagen. Und das hat ihm noch einen zusätzlichen Schlag zu seiner Krankheit, hat ihm auch das noch versetzt. Cooley zieht sich in sein Haus in Seeham zurück. Ohne Groll gegen das Fernsehen, heißt es. Er bekommt Chemotherapie und Morphium. Am 14. August 1998 stirbt er im Alter von 77 Jahren zu Hause im Kreis seiner Familie. Das waren alle da. Und er ist auch zu Hause aufgebahrt worden und so. Und das war alles sehr. Und es ist uns auch gelungen, dann die Presse von dem alle ein bisschen fernzuhalten. Ne? Und da haben also ein paar Tricks gespielt, dass das wirklich im Rahmen der Familie stattgefunden hat. Er wird an Frauenstein beigesetzt im engsten Kreis, bevor es die Presse und der weitere Freundeskreis erfährt, im Familiengrab in den Bergen. Dort wird 2 Jahre später auch seine Frau Traudel beerdigt werden. Captain Cooley hat sich seinen Abschied einmal anders vorgestellt. Auf stürmischer See wollte er seinen Kritikern noch einen letzten Streich spielen. Er hat sich vorgestellt, dass er eingeäschert wird, auf einem Schiff dann ins Meer gestreut wird, Cancan dazu gespielt wird und möglichst viele Leute, die immer über ihn geschimpft haben, mit eingeladen werden. Bei viel Sturm, dass die sich dann recht anspeifen und noch grantiger sind auf ihn.